Herzlich willkommen, Markus Termin, astrologisches Stundenbuch, der 19. September 2023. Mond ist noch im Zeichen Skorpion. Schauen wir uns die Tagesenergie an. Wir haben zwei starke Oppositionen heute Mittag, mitteleuropäischer Sommerzeit. Das ist einmal die Opposition von Sonne zu Neptun, die wird exakt sein zwischen Jungfrau und Fische. Und dann die Opposition Mond zu Jupiter, Mond im Zeichen Skorpion und Jupiter im Zeichen Stier. Wann immer es solche Oppositionen gibt, könnte man sie vergleichen mit einem Weg, der zu finden ist, von einem Zeichen zum anderen Zeichen, von hüben zu drüben. Das heißt also, beide Tugenden, die Stiertugenden und die Skorpiontugenden, müssen und können integriert werden an solchen Tagen. Dasselbe gilt für Sonne in der Jungfrau, also die Frage, wie kriegen wir eigentlich unser praktisches Leben auf die Reihe, was immer schwieriger und komplizierter wird, zu Neptun da unten in den Fischen. Wir kriegen es nur auf die Reihe mit einem klaren spirituellen Leitstern, der zunächst einmal völlig unpraktisch erscheint, aber am Ende wahrscheinlich das Praktischste ist, was es überhaupt gibt. Und genauso gilt es natürlich umgekehrt für das Jungfrau-Thema, was völlig unspirituell erscheint und einfach nur eine praktische Lösung ist, hat aber in Wahrheit einen tiefen spirituellen Hintergrund, wenn es denn gut gemacht ist. Ich finde, die Energie solcher Tage mit solch klaren Oppositionen legt es auch nahe, dass wir, wenn wir den Pfad bedenken, den wir gehen müssen von einem Zeichen zum anderen an diesen Tagen, dass wir auch künstlerische Gesichtspunkte berücksichtigen. Das heißt also die Frage, wie wäre es eigentlich schön? Wie könnte ich mir eine Lösung vorstellen, die tatsächlich ästhetisch in meinen Lebenszusammenhang und insbesondere auch in den Lebenszusammenhang anderer Menschen, vielleicht sogar des ganzen Landes passen würde, um, wie die weisen Esoteriker sagen, den Erzengel anzusprechen? Denn das ist die Möglichkeit, die letztlich Veränderungen bewirkt. Wenn man eine Lösung findet, die für alle gleichzeitig einen positiven Gewinn bringen kann, dann wird der Erzengel aktiv. Und so kann man auch mit relativ wenig psychischer Energie von einzelnen Personen Großartiges erreichen. Möglicherweise ist das ein solcher Tag. Ich lade Sie dazu ein, für jeden persönlich. Der schmale Pfad zwischen Skorpion und Stier, zwischen psychischer Tiefe, zwischen Magie und den materiellen Dingen, den Dingen der echten Wirklichkeit im Zeichen Stier, Real Estate, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch das Erdzeichen Jungfrau mit dem visionären Fischezeichen in Einklang bringen. Also mit beiden Beinen auf dem Boden, aber mit dem Kopf im Himmel. Das sind diese Angelegenheiten heute. Falls Sie Lust haben, mich zu erreichen, sehr gerne. E-Mail-Adresse da oben, Datum, Zeit und Ort reichen für ein Horoskop. Das kann ich Ihnen zurückschicken und das ist dann erstmal völlig kostenlos. Die Bedingungen einer Beratung finden Sie da unten in meinem Blog, in meiner Homepage. Und wenn Sie dazu keine Lust haben zunächst, dann freue ich mich sehr, wenn Sie dieses Video liken oder einen Kommentar darunter schreiben oder sonst irgendwas Aktives machen, weil das führt dazu, dass es in diesen Algorithmen, wie ich gehört habe, nach oben gespült wird und dann kriegen das mehr Leute vorgeschlagen und wir haben mehr Hörer und das bedeutet, ich kann das finanzieren und auch weitermachen, was ich gerne möchte. Genau, das ist der Zusammenhang. Sie hörten Markus Termin, astrologisches Stundenbuch am 19. September 2023.